Hallo und herzlich willkommen zu Empyrean Galactic Survival in der Alpha 12 auf dem Eisplaneten. Wir spielen im nochmal von vorne. Ich habe wieder ein paar Einstellungen verändert. Ich habe es jetzt bedeutend leichter gestellt, einfach weil ich gemerkt habe, für mich jetzt, das ist mir zu schwer. Also das kriege ich nicht hin. Da bin ich einfach nicht erfahren genug, was das neue Empyrean angeht. Ich habe schon an die 1700 Stunden im Game verbracht, habe auch schon viele Schiffe gebaut und Fahrzeuge und so weiter und Basen und so, aber dieses Spiel, so wie es jetzt sich mir hier darstellt, ist für mich ein komplett neues Spiel. Also da bin ich auch zu unerfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Würden wir jetzt die Pre-Alpha oder die Alpha 5 oder Alpha, ja, also die älteren Versionen spielen, da würde ich mit Sicherheit super klarkommen, aber hier bei diesem neueren Spiel bin ich quasi Neuling und deswegen haben wir es jetzt mal ein bisschen leichter gestellt. Wir starten zwar immer noch auf dem Eisplaneten, was ja auch schon ein erhöhter Schwierigkeitsgrad ist, finde ich. Oder für erfahrene Spieler vorgesehen ist. So steht es hier zumindest, glaube ich, ne? Ja. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal von vorne und ja. Seid mir nicht böse, Leute, aber es macht mir ja keinen Spaß und es bringt mir ja nichts und euch ja auch nichts, wenn ich hier ständig abluse, ne? Und ihr seht, wie ich hier verkacke und deswegen versuche ich jetzt einfach mal mein Glück auf etwas einfacheren Einstellungen. CPU ist aus, Gewicht ist aus. Ne? Und ja, wir gucken jetzt einfach mal. Weil ich denke mal, so ist einfach auch der Mehrwert gegeben. Ne? Ich lerne was vom Spiel, bin nicht so frustriert, wenn ich ständig abluse hier. Und ihr habt vielleicht auch ein bisschen was zu sehen, könnt vielleicht auch noch ein bisschen was daraus für euch ziehen aus den Videos. Ne? Und ja, ich hoffe mal, das bringt uns alle irgendwie ein bisschen weiter und wir starten jetzt einfach mal von vorne. Wie nennen wir das Spiel? MCP. Und dann einfach mal Reborn. Reborn. Nee, oder? Einfach nochmal New. Neue Reise. So, neue Reise. Oder neues Abenteuer. Ne? Neues Abenteuer. So, ich nenne das jetzt einfach mal MCP. Neues Abenteuer setzen. So, die Einstellung haben wir jetzt soweit. Ich gucke nochmal eben. Benutzerdefinierte Einstellung. Und wir starten jetzt einfach mal. Nehmt es mir nicht krumm, Leute, aber es bringt ja nichts. Ne? Wenn ich ständig hier abluse, da habt ihr ja nichts von und ich habe da auch nichts von und Unterhaltungswert bietet das, glaube ich, auch nicht. Nicht wirklich, ne? So, Leute, herzlich willkommen auf dem Planeten Fenny. Wir starten ein neues Let's Play in der Alpha 12 auf dem Eisplaneten Fenny und ich bin der MCP. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier ein bisschen besser zur Rande kommen, wie bei den letzten Malen. Und ja, dann schauen wir erstmal. Wir haben jetzt hier schon ein paar Ressourcen.
am Start. Das ist natürlich auch geil. Das packen wir uns schon mal da rein. Das Motorrad ist natürlich schon mal nice. Bisschen was hier zu. Oh, eine Tomatenkeime. Das ist natürlich auch sehr geil. Tragbares Heizgerät brauchen wir mit Sicherheit auch. Dann unser Überlebenswerkzeug. Den Stuff, den Baumaterialien packen wir da unten mal hin. Das brauchen wir sowieso auch. Das Zelt am Anfang brauchen wir. Das ist natürlich eine geile Sache, Tomaten. So, Medikamente, Kaffee auf jeden wichtig, also Heißgetränk. Ich sage jetzt immer dazu Kaffee, ne? Zwei Notverpflegungen, auch ganz wichtig. Das ist für Sauerstoff ausschlaggebend. Ja, ich würde sagen, ne, wir versuchen unser Glück mal. So, dann wollen wir mal gucken. Was erwartet uns hier auf diesem Planeten? Interessantes Objekt. Ja, mal gucken, was, ob es hier noch irgendwie Kisten gibt oder so. Sieht nicht so aus, ne? Als ob hier eine Kiste wäre. Da oben vielleicht was. Jetpack mal aktivieren. Fliegen wir dann vielleicht mal hoch. Oder auch nicht. Gleich wieder runter. Hier nochmal hoch. So, hier drauf bleiben. So, hier bleibst du jetzt mal drauf stehen. Nee, das kriegen wir nicht hin. So, mal gucken. Also ich sehe hier jetzt keine Kiste oder so. Wie warm ist es? Minus 7. So, dann haben wir hier nochmal unsere Knospenpflänzchen. Das können wir schon mal abbauen. So, dann wollen wir mal so einen Scan-Impuls losschicken. Was haben wir denn hier alles? Wreckage. Large Wreckage, Fragezeichen, Ressourcen. Hoverbike. Gehen wir erstmal zum Hoverbike. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Ressourcen hier, genau. Nee, das ist das. Okay. Den Helm können wir erstmal absetzen. Dann sparen wir unseren Sauerstoff ein bisschen. Damaged Hoverbike. Dann gehen wir da erstmal hin. So, hier ist nochmal Eisen. Können wir uns nochmal ein bisschen Eisen sneaken? Ja, es geht schon los mit dem Frieren. Müsst ihr ja jetzt gleich schnell weggehen wieder quasi, ne? So, dann bauen wir uns noch mal ein bisschen Silizium ab hier. Da ist auch noch was. So, dann wollten wir zum Hoverbike. Das ist da. Pilze. Pilze. Silizium. Kupfer. Und hier hinter soll das Hoverbike sein. Ich bin mal gespannt. Da. Da hinten steht's. Jawohl, super. Das können wir jetzt noch mal eben auseinandernehmen. Zerlegen.
Kern sneaken wir uns natürlich auch nochmal. So, ja, die Teile, die schnappen wir uns natürlich nochmal vorher und dann... Ja, Leute, wenn ihr Tipps für mich habt, ne? Ich habe zwar schon 1700 Stunden in dem Spiel verbracht, aber das ist 3-4 Jahre her und das Spiel hat sich so dermaßen verändert, dass ich quasi sozusagen gefühlt auf jeden Fall ein Neuling bin. Und für jeden konstruktiven Tipp, für jeden konstruktiven Kommentar bin ich wirklich super, super dankbar. Also, falls ihr mir irgendwie helfen wollt, könnt, Bock habt, euch hier mit mir ein bisschen auf das Spiel einzulassen, dann schreibt doch einfach mal was in die Kommentare rein. Kalt. So, erstmal aufwärmen. So, wo gehen wir denn jetzt als nächstes hin? Ich würde sagen da, ne? Ich mach nochmal einen Scan. Kupfererz, ja. Dann gehen wir dahin. Ich mache das Jetpack auch mal aus. Das nervt ein bisschen. Weil dann kann man nicht so känguru-mäßig durch die Geschichte hier hüpfen. So. Oh, hier. Das ist natürlich auch super. Ein paar Pflanzenfasern. So, dann machen wir mal. Zack. Da sind nochmal Pflanzenfasern. Zack, zack. So. So, ich schicke meine Drohne da jetzt mal rein. Die soll mal ein bisschen hier Kupfererz klar machen. Rohstoffabbau. So, da haben wir das Kupfererz. Wenn ihr Lust habt, mich ein bisschen zu unterstützen hier bei meinem Let's Play, ist ja jetzt schon der dritte Anlauf. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt irgendwie gepackt kriege hier. Alles ein bisschen einfacher gemacht, ne? Wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich über Kommentare freuen, über Likes, über Abos. Wenn ihr in Zukunft keine Videos verpassen wollt, aktiviert doch einfach die Glocke, dann seid ihr immer up to date. Und ja... Das würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr da irgendwie Bock habt, mich vielleicht auch ein bisschen zu unterstützen und ein paar Tipps mir vielleicht zu geben. Ich mache das hier völlig zwanglos, ne? Ich spiele das jetzt einfach so ein bisschen, weil mir das Spaß macht und... So, ich muss mal eben raus, weil mir ist zu kalt. Ich stelle mir mal eben meinen... Das ist schon mal das Erste, woran ich das erstmal denken sollte. Einfach mir das Heizding da hinstellen. Damit mein Fraggle da sich nicht den Arsch abfriert, sozusagen. Ne? So, weiter geht's.
So, da haben wir es jetzt fast alles. Da ist noch ein bisschen was. Da ist noch ein bisschen was. So, mal sehen, was haben wir jetzt an Beute? 171. Ja, das ist doch okay. 171 davon. 9 Eisen haben wir schon mal. 12 Silizium und 31 Schotter. Ja. Ein bisschen was haben wir hier auch schon fertig gehabt. Ich würde sagen, wir gucken noch mal weiter. Ich mache noch mal einen Scan. Map. Gehen wir zum Wrack. Ja, wir gehen da mal hin. Pilze einsammeln. Hier ist noch Eisen. Was ist das denn für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Hört er sich wie ein Viech an. So, dann gehen wir mal wieder in den Verteidigungsmodus und weiter geht's. Da ist noch ein Eisenstein. Also Eisenressource. So, mal sehen. Hier ist Kupfer. So, und da muss ja dann das Wreckage irgendwo sein. Das ist dann so ein Teil, was dann da rumliegt, ja. Mal gucken, das ist irgendwie im Schnee vergraben. Sieht schon ziemlich geil aus, ne? Auch wie das Eis dann so verdampft, also der Schnee da oben, ne? Das haben die schon richtig geil gemacht. So grafisch gefällt mir das schon sehr gut. Diese ganzen Effekte hat man früher nicht gehabt. Ihr könnt euch ja mal die Pre-Alpha angucken, wie das da aussah. Und damals war ich schon gehypt vom Game. Also. Aber was man jetzt so grafisch, was einem da geboten wird, das ist schon Wahnsinn. Ich will das mal hier ein bisschen freilegen, einfach mal gucken, was das ist, wie groß das ist. Ne? Na, siehst du, zwei Konservenbüchsen, Gemüsekonserven. Das ist doch schon mal was, ne? Immerhin. Jetpack einmal aktivieren, eben hier raus. Jetpack wieder aus und weiter geht's. So, dann wollen wir mal gucken, wir sind jetzt hier. Ich mache nochmal einen Scan. So, dann gehen wir mal hier zu den anderen
Wreckages hin, ne? Können wir hier mal gucken. Teleportstation, Wreckage. Gehen wir einfach mal hier hin. Verteidigungsmodus. Das mal freilegen, wa? Ich nehme jetzt einfach mal die Drohne, weil das ist mir ein bisschen zu kalt, glaube ich, dann auch, ne? Und dann zickt er da rum. Nehmen wir einfach mal die Drohne und dann checken wir mal ab, was hier so geht. Ob hier noch geiler Stuff ist irgendwo. Freilegen hier. Hier oben. Alles mal ein bisschen freilegen hier, ne? So, das ist jetzt freigelegt und dann gucken wir uns das jetzt mal an. Irgendwo habe ich da eine Kiste gesehen. Da. Oh ja, siehst du, ein paar Teile wenigstens, ne? Zack. So, was haben wir noch? Dann gucken wir nochmal auf die Karte. Da ist auch noch was. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Jawohl. Hier ist auch nochmal was vergraben. Das machen wir wieder genauso. Stellen uns hier hin und dann schicken wir die Drohne vor und die soll das dann mal ein bisschen ausgraben. Ja, Leute, und damit sind wir schon am Ende der ersten Folge quasi vom Empyrean Galactic Survival Let's Play in der Alpha 12. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten, hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, wenn ihr Tipps habt, gerne in die Kommentare hauen, ne?
Smash den Like-Button, würde mich sehr freuen. Und ja, wenn ihr mich hier ein bisschen unterstützen wollt, helft mir einfach ein bisschen bei dem Game. Schreibt mir ein paar Tipps rein, eure Erfahrungen zum Spiel. Ich bin quasi, ja, neu in diesem Game. Also habe noch nicht so die Erfahrung jetzt, was diese neue Alpha 12 angeht, sowieso nicht. Alpha 11 verpasst, Alpha 10. Also ich habe das lange nicht mehr gespielt und für mich ist das quasi wie ein neues Spiel. Also wenn ihr irgendwie mir helfen wollt, wenn euch das Projekt hier, was ich hier gestartet habe, interessiert und ihr mich hier begleiten wollt, mir über die Schulter gucken wollt, lade ich euch hier herzlich ein, ne? Und ansonsten bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer MCP. Ciao!